Wir hatten heute Premiere von unserem BZ-Film. Wir hatten ja Leser gebeten, uns ihre historischen privaten Filmaufnahmen zu schicken. Der Film ist jetzt geschnitten und mit Zeitzeugeninterviews versehen. Und heute haben wir das erste Mal mit den Zeitzeugen und den Lesern, die uns ihre Filme geschickt haben, den ganzen Film zu sehen bekommen. Was macht der Film aus und wieso wurde diese Aktion ins Leben gerufen? Also das Besondere an dem Film ist, dass er einen ganz subjektiven Eindruck in das Leben in vergangener Zeit gibt. Es ist kein historisches Dokumentarwerk geworden, sondern einfach ein ganz subjektiver Rückblick. Wir haben 450 Gäste heute hier gehabt. Ich glaube, wir hätten nochmal so viele in den Saal reinbekommen. Die Leute, das sehen Sie ja, wenn Sie sich jetzt hier umschauen, diskutieren noch angeregt miteinander. Und ich glaube, das ist ein schönes Projekt geworden, was wir da hingelegt haben. Also für mich waren es ganz große Erinnerungen an die Zeit, die ich selber in Freiburg erlebt habe. Ich bin 32 geboren und war seit 37 in Freiburg. Und es war für mich sehr interessant. Ja, schön, das sind so die alten Erinnerungen. Nicht? Mein Elternhaus, oder mein Vaterhaus ist in der Salzstraße. Das sind so die alten Erinnerungen, die man hat und die alten Bilder, die man gerne sieht natürlich. Ja, kann man sich noch gut erinnern. Ja. Das war natürlich eine schöne Zeit auch als Kind. Sehr gut. Wirklich super. Ganz super, sehr gut. Was hat der Film ausgemacht? Ja, man kann sich irgendwie, fühlt sich zurückgesetzt in die Jahre, würde ich sagen. War sehr schön. Ganz toll. Sehr erfahrungsreich. Also ich bin ganz überrascht, wie toll das war.